Ein herzerfrischendes Moin Moin und herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Video vom New Chang Cheng Zhu. Ich freue mich, dass ihr mit dabei seid. Dieses Mal das Twilight DLC bzw. das Dämmerungspack, denn so heißt es auf Deutsch. Ich freue mich, dass ihr mit dabei seid. Das Pack erscheint erst morgen bei euch. Allerdings habe ich vorab Zugang bekommen von Frontier. Danke dafür und ich kann euch dieses Spiel bzw. das DLC einen Tag früher zeigen. Das ist ja auch immer ganz, ganz cool, dass man das dann darf. Auch mal. Das ist ja super. Aber wir bauen heute ein Wombat-Gehege und ein Känguru-Gehege. Und ich weiß, die Kängurus sind keine DLC-Tiere, aber ich baue hier so einen kleinen, ja, wie soll man sagen, eine kleine australische Ecke. Kann man das so ungefähr sagen? Ich glaube, ja. Erst wollte ich machen, dass die Besucher sowohl durch die Kängurus als auch durch die Wombats gehen und dass die zusammenleben. Allerdings ist mir dann aufgefallen, dass die Wombats gar keine Besucher reinhaben dürfen. Und das bedeutet dann quasi im Umkehrschluss, das bedeutet dann halt im Umkehrschluss, dass die Wombats, dass die dann Angst kriegen, beziehungsweise dass die Besucher Angst kriegen, wenn sie bei den Wombats reingehen. Das ist so ein bisschen nervig, deswegen machen wir das nicht. Deswegen kommt dann ein Wombat-Gehege daneben und ich bin auch ganz zufrieden, so wie es sich dann später einfindet in die Ecke. Muss man einfach ganz ehrlich sagen. Müssen wir mal sehen. Ich baue erst das Känguru-Gehege, also es ist noch nicht so mega viel DLC, aber wir können generell mal kurz über das DLC sprechen oder den DLC. Es gibt einen Karrieremodus, der kommt morgen, da kommt ein Video dazu, da kommen relativ viele Videos, weil diese Karriere-Sachen sind ja immer, die dauern ein bisschen länger als die auf Zeit. Also die auf Zeit-Dinger sind ja immer so getimed, dass die auch machbar sind in einer Stunde oder in 1:10 vielleicht, aber die Karriere-Sachen, die sind nicht so easy zu machen, deswegen muss man einfach mal schauen. Und ich wollte auch erst die Bauteile mit reinnehmen, aber das passte halt nicht, weil es wird halt eine australische Ecke und man muss auch sagen, ich finde, der Wombat ist mehr Australien, als er Dämmerung ist. Jetzt hat er es gesagt, der Goro. Aber ich finde, das ist eine komische Wahl. Ich weiß, der ist dann vielleicht nachtaktiv, aber es ist halt trotzdem eine komische Wahl, dass es dann so ist. Aber ich meine, Herrgott, dann ist das halt so. Die neuen toten Bäume hier, die sind mega nice. Borkenkiefer-Zweige, glaube ich, sind das. Und die sind mega cool, die sehen richtig gut aus und die machen sich richtig gut in solchen Gehegen. Die zählen zum Glück nicht als Pflanzen, muss man sagen. Das sind keine Pflanzen für die Tiere. Das heißt, die kann man richtig schön mit reinnehmen, designtechnisch. Und dann bei den Eingangstüren für das begehbare Gehege, weiß ich nicht, ob das neu ist. Du kannst jetzt die Wege bis ran an das Tor machen. Das Tor hat jetzt nicht nur einen Weg, sondern zwei. Das wusste ich nicht. Weiß ich nicht, ob das jetzt neu ist in dem Update oder im letzten Update. Ich hab schon lange keine begehbaren Gehege mehr gemacht. Dann bauen wir hier die australische Hütte. Ich benutze allerdings die kleinen Hölzchen aus dem Dämmerungspack, denn jetzt haben wir es ja. Und hier drin könnten die Kängurus sich so ein bisschen verschanzen, wenn die dann schlafen wollen. Und ein bisschen Ruhe haben wollen von den Besuchern. Allgemein war ich überrascht, dass das Känguru-Gehege gar nicht so groß ist. Aber wenn man einen Weg drin hat, dann ist das dann immer relativ Platz einnehmend. Aber ich finde es ganz cool. Ich hätte natürlich lieber die anderen Kängurus, also so kleinere Kängurus. Wallabies vielleicht. Wo es dann auch ein bisschen realistischer ist, dass die Besucher durchgehen. Aber ich meine, Herrgott, jetzt haben wir nur die. Deswegen nehmen wir mal auch nur die. Insgesamt muss man sagen, es ist natürlich eine Vorabversion, die ich hier spiele. Das bedeutet, dass wenn ein paar Sachen drin sind, ein paar Bugs drin sind, wo ihr sagt, Mensch, das ist ja ekelhaft. Das liegt daran, dass es eine Vorabversion ist, wie gesagt. Und das haben wir ja schon des Öfteren mal gehabt. Es ist auf jeden Fall ganz nett und ganz cool, dass Frontier einem da die Möglichkeit gibt und in dem Fall mir die Möglichkeit gibt, dieses DLC vorab dann immer zu spielen. Das DLC zu spielen und Content für euch zu produzieren. Das ist auf jeden Fall mega nice. Insgesamt muss man sagen, die ganze Geschichte ist ganz cool. Mit diesen Hölzern sieht das auch ganz gut aus. Ich bin da mal gespannt, was noch in den Australien-Bereich kommt. Also ich denke mal, Schnabeltiere würde ich ganz gerne haben. Dann haben wir Kängurus, Schnabeltiere, Wombats und vielleicht, ich muss mal gucken, ob wir den Kasuar reinbauen oder den Dingo oder den... Was ist denn das letzte? Eins fehlt ja noch. Welches australische Tier fehlt denn noch? Der Koala. Koala wäre ganz cool. Müssen wir mal schauen. Ich hätte auch gern den Dingo. Wenn ich ehrlich bin, ich bin ja ein Dingo-Fan. Wird demnächst mal wieder Zeit für eine Top 10.
der aktuellen Tiere oder Top 5 vielleicht oder so. Müssen wir mal schauen. Könnt ihr mal reinschreiben, ob ihr Bock drauf habt. Und dann schreibt auch gerne mal rein, ob ihr Bock auf das Dämmerungspack habt. Jetzt habt ihr ja dann 2 Videos heute gesehen. Wir belassen es auch für 2. Dann kommt morgen die Karriere und dann kommt nochmal ein Karrieremodus. Ihr seht jetzt vielleicht im Hintergrund, ich weiß nicht, ob man das wirklich sehen kann, der Eingangsbereich. Ich habe ein Video vorher produziert, was ich noch nicht online gestellt habe. Das gucken wir uns einfach jetzt nicht an. Das heißt, das hier ist eigentlich Folge 14, auch wenn es Folge 13 ist. Macht das Sinn? Ich glaube, es macht Sinn. Und die ganze Geschichte müssen wir dann mal schauen, wie sich das anfühlt. Ich versuche das nicht zu zeigen, den Eingangsbereich sozusagen, wenn wir uns das hier im Realtime-Part angucken. Und auch mit den Wombats und so, also da freue ich mich ganz doll drauf. Das hier ist jetzt erstmal Känguru-Gehege und dann kommen wir zu den Wombats gleich. Aber dann lass doch nochmal diskutieren, das DLC, die Tierauswahl. Also es ist der Waschbär drin, das Stinktier, der Rotfuchs, der Wombat und der Flughund. Und erst hatte ich natürlich überlegt, ob ich ein Gehege für den Flughund bauen soll, aber es ist halt ein Vivarium und das ist halt absehbar, was da so reinkommt. Dann habe ich gedacht, okay, dann baue ich den Waschbären oder den Rotfuchs. Allerdings habe ich keinen Nordamerika- bzw. Europa-Bereich bis jetzt und ich würde es blöd finden, wenn ich dann hier in der Mitte sowas reinmache. Bei den australischen Tieren ist das ein bisschen anders. Die sind nicht so riesig. Ich glaube, man kann das so sagen, dass die australischen Tiere halt nicht so ganz groß sind und das bedeutet, dass man eher so eine kleinere Nische machen kann mit denen. Weil wenn ich jetzt ein Europa-Ding machen würde, hätte ich vielleicht auch Elche oder Nordamerika, dann hätte man auch Seelöwen und so weiter und so fort, Pumas. Müssen wir mal schauen. Aber bei Australien, da hat man noch ein bisschen bedingte Auswahl. Allgemein muss man natürlich sagen, welche Tiere fehlen noch. Ich weiß es nicht, Australien, da würden Emus natürlich noch passen zum Beispiel. Und dann etliche Vögel halt. Ne? Man muss auch sagen, also DLC-technisch, es fühlt sich an, als wäre es so ein Zwischending. Und das habe ich dann auch diskutiert mit Grüße gehen raus an unser liebstes Rennkamel übrigens. Und das fühlt sich alles so ein bisschen an wie so ein, er hat gesagt, wie so ein Filler-DLC. Ich glaube, das beschreibt es ganz gut, weil das ist so ein Zwischending. Sie haben jetzt ausprobiert, so ein Flughund-Gehege zu bauen, so ein Flughund-Vivarium. Und das ist so eine merkwürdige Zwischenphase zwischen dem DLC jetzt und vielleicht einem kommenden, wo sie dann schwimmen oder fliegen würden. Es wäre auf jeden Fall ganz cool, wenn das dann so die Entwicklung wäre. Allgemein muss ich sagen, die Auswahl und dass man jetzt ein Dämmerungspack macht, ist gar nicht so mega blöd und mega gar nicht so mega dumm. Ist eigentlich ganz, ganz smart gemacht. Und die Tierauswahl ist auch okay. Also es sind halt viele kleine Tiere, das ist ja auch das, was ich gesagt habe, dass ich das gerne hätte. Ein bisschen viel Nordamerika, wenn man mich fragt. Also ich hätte vielleicht anstelle des Stinktiers den Nasenbären gehabt aus Südamerika. Ich weiß nicht, das fühlt sich irgendwie ein bisschen besser an, wenn wir dann verschiedene Kontinente haben. Deswegen ist wahrscheinlich der Wombat auch mein großes Highlight. Der Rotfuchs dann aus Europa und dann der Waschbär und das Stinktier aus Nordamerika. Ich weiß nicht, es fühlt sich halt nordamerikanischer an, als es soll, glaube ich. Die Designs, man muss ganz ehrlich sagen, Halloween ist natürlich nicht immer. Man kann es trotzdem ein bisschen einbauen. Die Statuen machen ja immer ein bisschen betroffen, muss man ganz ehrlich sagen. Ich bin immer ein bisschen traurig. Aber insgesamt, man muss sagen, schaut euch das Gehege an. Es ist ja ein Grasland-gemäßigtes Gehege für den Wombat aus Australien. Es fühlt sich schon anders an als die anderen Gehege, die man dann baut. Und gerade in dem Fall hier, dadurch, dass das abgesenkt ist und man dann diese überdachte Stelle hat und so, finde ich, es kommt ein ganz anderes Feeling auf, als das, was sonst aufkommt, wenn du solche Gehege baust. Wenn das jetzt zum Beispiel für das Ad-Ferkel wäre oder so. Fühlt sich auf jeden Fall ein bisschen anders an. Dann sehe ich hier dieses PVC-Ding. Dachte, ich könnte das einbauen, aber es macht nicht so wirklich viel Sinn. Da können die Kängurus ja durchspringen. Deswegen müssen wir bei den Kängurus die richtigen Türen belassen. Und dann gucke ich mir an, welche anderen Türen da noch sind. Wombats, da wir hier gerade noch Franchise spielen, geht natürlich nicht rein. Das wird erst freigeschaltet, wenn das DLC draußen ist. Deswegen springen wir dann in den Sandbox-Mode, gucken uns die Wombats dann da an in ihrem Gehege. Und dann, wenn ihr dann die nächste Folge, beziehungsweise die übernächste Folge seht, dann sind die Wombats auch im Franchise-Mode drin. Denn man muss sagen, es ist natürlich so, dass die, dass die nächste Folge wird die Folge sein, wo ich das Eingangsgehege baue. Und ich kann euch sagen, ich habe einen Fehler gemacht, aber es ist ein guter Fehler. Kann man das so sagen? Ich glaube, ja.
Da baue ich in den Innenbereich ein bisschen für die Besucher, wo sie reingehen können. Ich würde, glaube ich, gerne noch einen Automaten dorthin stellen. Oder Shops ein Stück weiter dahinter oder so, müssen wir mal schauen. Aber der Australien-Bereich nimmt Form an tatsächlich. Ich finde es ganz cool. Jetzt haben wir zwei Tiere reingebaut. Auch weil der Wombat, man muss es sagen, also die kleinen Tiere, da kannst du nicht so mega große Gehege bauen. Ist jetzt ein bisschen was anderes, als wenn wir dann den Elch kriegen oder den Biber oder was weiß ich, was das war. Und ja, der Biber ist auch klein, aber der braucht halt ein großes, spektakuläres Gehege. Das kannst du beim Wombat nicht machen. Der lebt halt hauptsächlich unter der Erde. Das ist schon krass, dass ich hier ein großes unüberdachtes Gehege gebaut habe. Mein Herrgott. Aber es fühlt sich gut an. Es fühlt sich gut an. So, die Timelapse, die nimmt jetzt ihren Lauf und das Ende kommt immer näher. Das bedeutet, dass wir uns jetzt erstmal hier an der Stelle kurz verabschieden und dann sehen wir uns gleich tatsächlich im Realtime-Part wieder, wo wir ganz entspannt uns den Wombat anschauen und das, was ich hier gebaut habe. Also, bis gleich. Bleibt auf jeden Fall dran. Bleibt. Und da sind wir auch schon im kurzen Realtime-Part. Ich habe jetzt hier ein bisschen was geändert. Man hat hier zum Beispiel auch die Möglichkeit reinzuschauen aus den Kängurus zu den Wombats, die mega nice sind. Ich mag die sehr, sehr gerne. Und die sind jetzt ja raus, dann mit dem DLC, beziehungsweise kommt es ja dann morgen für euch. Und ich finde, wie ich auch schon erwähnt habe, dass das Gehege halt sehr nice aussieht mit den, ja, mit dem gemäßigten Zeug. Finde ich, ist eine ganz coole Sache eigentlich. Hier haben wir auch mittlerweile einen Bildschirm für den Bau dann. Und dann ist das hier so, sozusagen so ein Drinnenbereich. Und hier hinten kommen dann vielleicht noch irgendwelche anderen Tiere rein, die wir uns anschauen. Da gibt es bestimmt nochmal irgendwie die ein oder anderen. Spenden die für die Kängurus oder für die Wombats? Für die Nasen-Wombats. Das ist doch auch schon mal ganz gut. Und die leben dann hier, die Kängurus leben dort und da leben die Wombats. Und eigentlich wollte ich die ja zusammen in einem Gehege machen. Das ging allerdings nicht, weil dann könnten die Besucher nicht das Gehege betreten. Aber das macht ja eigentlich auch gar nichts. Außerdem habe ich hier vorne übrigens auch nochmal ein bisschen was verbessert, so den eingangstechnisch, dass man da reingeht. Wo rennen die denn hin hier? Hippo. Okay, von mir aus. Dass das ein bisschen australischer ist, sodass das ja hier so der Eingang für den Australienbereich ist. Und dass wir hier hinten dann auch nochmal einen Eingang machen oder den Ausgang dann halt. Müssen wir mal sehen, wie ich das hinkriege. Aber ich bin sehr zufrieden und ich bin sehr zufrieden damit, dass wir hier das Wombat-Gehege gemacht haben. Mit einem kleinen Flusslauf sozusagen und dann die Möglichkeit, hier die Wombats zu sehen, die einfach mega nice sind. Ich mag die sehr, sehr gerne. Finde ich cool. Die kleinen süßen Nagetiere. Sind das überhaupt Nagetiere? Man weiß es nicht so genau. Beuteltier auf jeden Fall. Ich habe gar nicht gesehen, wie die Babys kriegen in ihrem Beutel dann. Das fehlt mir noch zu sehen. Aber die sind auf jeden Fall sehr aktiv. Aktiver, als ich dachte. Macht ja auch gar nichts. Und dann kann man hier drinnen gucken. Ja, finde ich eigentlich ganz cool. Dann haben wir ein paar Kängurus auch gebaut. Ihr schreibt auf jeden Fall mal in die Kommentare, was ihr von dem Wombat-Gehege haltet. Ob ihr euch auf den DLC oder das DLC freut. Und ob ihr euch das schon vorbestellt habt. Aber das müsste jetzt ja mittlerweile möglich sein, oder? Ja, ich weiß es nicht. Habt ihr es euch schon gekauft? Werdet ihr es kaufen? Schreibt es gerne in die Kommentare. Und wie findet ihr das Wombat-Gehege? Schreibt gerne rein. Wir sehen uns dann vielleicht, wenn ihr mögt, nächstes Mal wieder beim nächsten Video. Vielleicht ja ein... Nee, warte mal. Das nächste New Chunking Zoo Video wird ja ein Affen-Gehege sein. Ist auch egal. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin. Haut es mal rein, Leute. Ciao.